Gibt es eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen? Der Begriff Solidarität ist natürlich ein moralischer Begriff, der in der Ethik, in der Moral eine große Rolle spielt. Und solidarisch zu sein ist etwas in unserem Zusammenleben, in unserem Alltag ein sehr wichtiger Begriff. Der spielt auch nicht nur in der Ethik und in der Moral sozusagen eine Rolle, sondern er wird auch erwähnt im Grundgesetz. Ja. In jedem Grundgesetz eines Staates, hier in Italien, im Artikel 32 zum Beispiel. Wenn wir über die Impfpflicht sprechen, dann ist das natürlich schon ein schwieriges Thema. Das sind schwierige Fragen, die jetzt allenthalben kontroversiell diskutiert werden. Ich darf auf einige Punkte hinweisen. Erstens ist einmal eine Impfung schon ein Eingriff an einem gesunden Menschen. Der Mensch ist gesund und bekommt eine Substanz injiziert, von der man vieles weiß, aber manches auch nicht weiß. Der zweite Punkt ist der, dass jeder Mensch das Recht hat, medizinische Leistungen, sage ich Operationen, medikamentöse Gabe und so weiter, immer jederzeit abzulehnen. Und wir wissen, nur nach Aufklärung und Information und Zustimmung des Patienten darf ich, sage ich, eine Operation machen. Und jetzt sind wir in dieser Situation, die schwierig ist. Auf der anderen Seite, ich habe gesprochen über die Solidarität und in diesem Grundgesetz steht auch drinnen, dass man natürlich auf der einen Seite sich selber sehen darf und Dinge ablehnen kann und darf. Auf der anderen Seite muss ich solidarisch sein. Ich muss die Gesellschaft im Auge haben. Das heißt, ich muss mich insofern solidarisch verhalten, dass ich unter Umständen, wie wir es jetzt haben, im Rahmen dieser Pandemie, wir kommen nur gemeinsam aus diesem Schrecken heraus, wenn wir möglichst viele geimpft haben, Herdenimmunität 70, 80%. Und da müssen möglichst viele mitmachen.